Hallihallo, hier ist wieder euer Da Steffen Zockt zu einem weiteren kleinen Vlog-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es nochmal um das Thema Fotografie und Filmen. Und zwar habe ich noch ein anderes Projekt, was mir wieder in den Kopf gekommen ist. Und ja, das hätte ich in einem anderen Video schon erwähnen können, aber es kam mir erst vorhin in den Kopf, etwas später. Und da mache ich halt noch ein kleines Vlog-Video dafür, ist ja kein Problem. Und ja, da geht es auch um, ja, sag mal, Fotografie oder Film, ein bisschen um Wandern. Und da möchte ich das dann so in den Sommermonaten, Herbstmonaten machen. Im Frühjahr nicht, weil da ja Jungtierzeit ist und die Tiere Junge haben. Da soll man sie ja auch nicht stören nachts. Und ja, daher ist das so ein, ja, Projekt, was ich so ab Juni machen möchte, bis in den Herbst rein, immer mal an ein paar anderen Orten und einfach mal nachts, ja, wandern gehen durch den Wald und immer mal ein bisschen auf der Lauer legen und schauen, ob man vielleicht mal auch, ja, mal ein paar Tiere vor der Kamera bekommt, eventuell, was richtig cool wäre. Und ja, da möchte ich das natürlich, was Radtouren angeht, das auch mal machen. Zumindest vielleicht einmal im Jahr oder zweimal. Einfach mal mit einer kleinen Overnight bei meiner Radtour. Einfach mal irgendwo in einem Wald zu übernachten und dann früh wieder nach Hause zu fahren. Und ja, einfach mal schauen, so ein bisschen das Nachtleben im Wald so, ja, erkunden und erforschen und einfach mal mit der Natur eins zu sein. Und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten oder es euch ankündigen, wann ich das machen werde mit den Sachen. Auf jeden Fall werde ich das versuchen, dieses Jahr mal so machen im Sommer, was das angeht, mit der Nachtwanderung, Overnight und Radtouren, die etwas größer sind. Und ja, wie gesagt, dann möchte ich einfach mal ein bisschen Nachtwanderung machen und die Natur, ja, lauschen sozusagen und schauen, was wir nachts so vor der Linse bekommen oder auch nicht. Entweder man hat Glück und bekommt was vor der Linse oder man hat Pech und bekommt überhaupt kein Tier auf der Linse. Kann man nie wissen, aber ich werde es auf jeden Fall mal probieren zu machen mit solch Nachtwanderung ab und an mal im Sommer. Und ja, auch mal eine kleine Overnight zu machen bei meiner Radtour. Das noch zu den anderen Vlog, was vor dem Video kam. Und ja, einfach mal schauen, wie sich das diese alles gestalten wird. Ich werde auf jeden Fall probieren, ein paar solche Sachen zu machen dieses Jahr. Im Sommer, beziehungsweise Herbst noch, wenn es warm ist. Und ja, dann ist eigentlich zu dem Thema auch schon alles gesagt. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon mal vor längerer Zeit in einem Video angesprochen, dass ich das vorhatte zu machen. Vielleicht ist dies ja ein gutes Jahr, das zu machen, da durch Corona eh nicht viel möglich ist, was Verreisen angeht. Und ja, dann mache ich das einfach hier ein bisschen was Heimatgebundenes. Und ja, einfach mal schauen, wie mir das gelingen wird. Wie gesagt, etwas Equipment muss ich mir noch besorgen dafür, was das angeht. Ansonsten ist das alles kein Problem. Und ja, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Von den Projekten, von den Autoprojekten von mir. Und ja, dann einfach mal schauen. Dann war es das auch schon von diesem Video. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage, ciao mit V, euer Da Steffen Zockt. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Bleibt mir treu geboren und gesund. Ciao, ciao, ciao.